Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Evoland. Ja, wir sind immer noch hier beim Mana Footy und ich denke, dieses Mal werden wir ihm zeigen, wo der Hammer hängt. Kann ja nicht angehen, was wir da in der letzten Folge fabriziert haben. Bla bla bla. So, fang an zu laufen, Kollege. Hui! Noch? Ah, schon wieder. Verfehlt. Das fängt ja super an. So, erstmal die Händchen abklopfen, ne? Und das kann ja nicht sein, was wir letztes Mal gemacht haben mit dem ihm auf die Brust hauen. Erstens scheint die Richtung doch halbwegs zufällig zu sein. Und zweitens haben wir da eine Ewigkeit draufgehauen. Ich wette, das hätte schon längst reichen müssen. Also werden wir das dieses Mal ein bisschen anders angehen, vor allem nicht getroffen zu werden. Mist. Mist, jetzt hau doch wenigstens zur Seite, wenn du schon da drin stehst. Du bist ja ein Volldeppe, ey. So, Hand Nummer 1 erledigt. Hand Nummer 2 erledigt, super. Oh, verdammt. Ja, gut, können wir auch gleich vergessen. Gehen wir lieber hier hin. Oh, guck mal. Aha. Das ist natürlich praktisch. Da kommt man dann auch dementsprechend weit weg. Ah! Vorausgesetzt, man verkackt es nicht, so wie ich gerade. Habe ich mir nämlich schon gedacht, dass er jetzt wieder eine zulegt. So, jetzt können wir nochmal wieder draufhauen, oder? Ah! Glück gehabt. Hui, da ist der Ball. Komm her. Aha, das kann ich auch. Einfach wegrennen. Und das ist nämlich das ganze Geheimnis, so wie ich das schätze. Einfach hinten drauf, anstatt vorne drauf. Ah, Mist. Ja, das war jetzt mein Fehler, da hätte ich hinlaufen sollen. Aber ist auch egal. So, die Runde gehst du mir wieder. Freundchen. So, und... Ah, Mist! Das war doch tatsächlich zu schnell. Ah, ich habe das Gefühl, das ist schon ein bisschen besser als das, was wir das letzte Mal fabriziert haben hier. Ah, da ist er weg! Ja! So schnell kann es gehen. Oh, 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 ich will gar nicht wissen, was jetzt gerade geht. Ah, Hilfe! Oh, Dachchen! Ach, guck mal, da ist er wieder. Der normale Fuzzi. Ihr mögt meine steinerne Rüstung zerbrochen haben, doch in dieser Gestalt könnt ihr mich mir nichts anhaben. Ach ne? Wirklich nicht? Okay. Gut. Ich sehe. Muss ich mich wohl beeilen, an dich ranzukommen, ha? Ah, ne, ich weiß, was ich machen muss. Guck mal, friss deine eigene Kugel. Oder auch nicht? Hey! Aber nicht nett. Das ist ja seltsam.
Also ganz ehrlich? Aha. Also doch die zurückreflektieren. Das habe ich doch versucht schon. Das habe ich doch vorhin schon gemacht. Warum hatte das denn nicht funktioniert? Ah! Ist halt auch mies, ne? Verdammt. Let's play Volleyball oder Baseball oder irgendeine der Sportarten, bei der man einen Ball zurückschlägt. Oh, Mist. Vielleicht auch noch in deine Richtung, dann würde es vielleicht auch noch funktionieren. Nee. Steht aber auch echt ungünstig, der Junge. Ja, es war klar. Das auch. Und das auch. Und das sind jetzt wieder die Roten. Oh, das könnte mal wieder eine sein. Komm. Aha, und jetzt? Vielleicht wären wir in einer anderen Welt Freunde gewesen. Natürlich, ist ja Klassiker, ne? Was kommt jetzt? Ich habe nur noch ein halbes Herz. Das ist nicht cool. Was auch immer du machst, ich will es gar nicht wissen. Und weg ist er. Und ich glitsche über den Boden. Jemand mit dem Schwert. Held, ihr habt Sephiroth besiegt. Yeah. So ist das doch schön, ne? Schick. Jetzt machen wir nochmal die Evolution durch, ne? Von Shiro Games. Ja, was soll man dazu sagen? Geiles Spiel. Sehr geiles Spiel. Ich überlege mir nochmal, ob ich nochmal ein bisschen Zeit opfern soll, vielleicht doch nochmal ein bisschen was aufzunehmen, was ich so... Ich weiß nicht. Oh, Texturen, Hintergrundtexturen, genau. Ludum Dare. Ja, basiert nämlich auf Evoland Classic. Ich finde, man hätte es noch ein gutes Stück höher treiben können. Aber naja, alles in allem ist doch auch in Ordnung so, oder? Sammelst du noch was ein? Nö, nicht. Frei nach Legend of Zelda, Final Fantasy, Dragon Quest, Diablo und viel mehr. Danke fürs Spielen, ihr habt 79% des Spiels abgeschlossen. Ja. Ja, ja. So ist das. Ihr habt das Spiel gewonnen. Drücke Aktion, um Titelbild zurückzukehren. Was passiert denn, wenn ich jetzt fortfahren lade? Na, dann bin ich wieder beim Mana-Baum und kann mir hier noch ein bisschen Sachen eintüten. Nun gut, das war's mit Evoland. Ich verabschiede mich von euch, wünsche euch wie immer viel Spaß. Und wir sehen uns bis dann. Tschüss.